So, hallo und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer Zentralübung im Kurs Einführung in die objektorientierte Programmierung an der Uni Regensburg. Ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen und wie immer schreiben Sie doch auch kurz was in den Chat rein, sagen Sie kurz hallo, dann weiß ich, dass Sie da sind und dann legen wir auch gleich los. Schreiben Sie mir, wenn Sie mich verstehen können, wenn alles passt mit der Technik, perfekt. Okay, ich möchte heute wieder ein bisschen mit Ihnen programmieren. Und zwar würde ich mir gerne dieses Feuerwerksbeispiel aus der Vorlesung heute nochmal ein bisschen näher anschauen, die ersten Klassen mit Ihnen dort schreiben und mir dabei zwei Konzepte ein bisschen näher anschauen, in die wir jetzt einsetzen werden, wenn wir eigene Klassen schreiben. Das ist einmal das Kompositionsprinzip, also das Zusammensetzen neuer Klassen aus bestehenden und dann auch gegen Ende hin das Vererbungsprinzip, mit dem wir spezialisierte Unterklassen einer existierenden Oberklasse ableiten können. Und Sie erinnern sich, ich habe es heute in der Vorlesung schon gesagt, das Kompositionsprinzip ist in vielen Fällen oder in den meisten Fällen, die uns jetzt begegnen werden, wahrscheinlich die näherliegendere Wahl. Schauen wir ganz kurz auf unser Beispiel. Augenblick, ich brauche kurz mein Whiteboard. So, das ist das Beispiel, was wir heute versuchen zu implementieren. Jetzt erstmal als statische Geschichte. Bevor ich es vergesse, Sie können sich natürlich auch wieder ein Starterpaket runterladen. Ich kann das gerne auch nochmal posten im Chat, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Laden Sie sich das runter, dann können wir gleich gemeinsam anfangen, die ersten Klassen von diesem kleinen Beispiel zu implementieren. Aber was Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, ist eine statische Aufnahme von dieser kleinen Feuerwerkssimulation. Es geht konkret immer um diese Raketen, die ich jetzt so dargestellt habe. Die starten irgendwo hier unten außerhalb des Bildschirms, bewegen sich dann eine Zeit lang nach oben und nach einer bestimmten Zeit, das machen wir jetzt auch in diesem Beispiel oder zumindest in dem Lösungsvorschlag machen wir das auch nicht mehr Frame-basiert, sondern tatsächlich zeitbasiert. Das heißt, da arbeiten wir mit dieser Delta-Time, die wir das letzte Mal kurz angesprochen hatten. Nach einer gewissen Zeit verschwindet dann die eigentliche Rakete und statt dieser Rakete erscheinen mehrere kleine Funken, die sich dann so sternförmig in die unterschiedlichen Richtungen nach außen bewegen. Das heißt, eine Rakete ist für uns in diesem Beispiel erstmal dieser Körper hier, der sich irgendwie von unten nach oben bewegt und dann in der zweiten Phase, wenn die Rakete explodiert ist, diese vielen kleinen Funken, die sich um den letzten Punkt, an dem die Rakete war, nach außen hin weiter bewegen. Und was wir jetzt implementieren werden, ist, beziehungsweise was wir zuallererst machen werden, ist einen kurzen Blick auf das Starterpaket werfen und dann in dem ersten Schritt, um ein bisschen warm zu werden, noch eine ganz einfache Klasse zu implementieren. Dann möchte ich gerne mit Ihnen diese Raketen hier entwerfen. Das heißt, ich möchte mit dem Kompositionsprinzip diese Sachen zusammensetzen aus verschiedenen grafischen Objekten, die uns in der Graphics-App zur Verfügung stehen. Möchte die über den Bildschirm bewegen. Dann kümmern wir uns darum, dass wir ganz, ganz viele von diesen Raketen erstellen können, indem wir diese Klassen dann instanzieren und so einen ersten Blick auf ein kleines Pattern, ein Entwurfsmuster werfen, was man da einsetzen kann, nämlich eine Factory, die uns ganz viele von diesen Klassen, von diesen Raketen bietet. Und wenn wir damit fertig sind, dann möchte ich gerne, anstatt mit dem Kompositionsprinzip weiterzuarbeiten, kurz nochmal dieses Inheritance-Prinzip einsetzen, um eine spezialisierte Form von dieser Rakete zu entwickeln. Das heißt, wir bauen uns eine Rocket-Klasse, die eine normale Rakete repräsentiert, die nach oben geht,
Und dann bauen wir noch eine zweite Variante und die soll sich so ein bisschen im Zickzack nach oben bewegen. Also ein bisschen wonky, ein bisschen nach hin und her schwankend, anstatt diesem geraden Weg nach oben. Das sind die beiden Varianten, die wir implementieren werden. Und wie gesagt, wir fangen damit an, um warm zu werden, eine sehr einfache Klasse für ein paar Konfigurationswerte zu erstellen. Und dann bauen wir uns diese Rakete. Vielleicht kümmern wir uns auch erstmal nur um die Rakete und nicht um diese Funken. Und in einem zweiten Schritt bauen wir uns dann eine besondere Form von dieser Rakete mit dem Inheritance-Prinzip, was wir heute in der Vorlesung kennengelernt haben. Okay, wie schaut es bei Ihnen aus? Haben Sie sich das Starterpaket runtergeladen und sind Sie bereit loszulegen? Ich warte noch mal kurz, dass Sie mir im Chat was schreiben. Okay, das klingt gut. Wie schaut es bei den anderen aus? Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe das Starterpaket, so wie Sie das auch heruntergeladen haben, schon mal geöffnet. Das ist die einzige Klasse, die wir im Moment haben. Graphics App. Wir haben ja heute in der Vorlesung auch gelernt, was das hier oben tatsächlich heißt. Nochmal zur Erinnerung. Eigentlich haben wir heute erst bewusst gelernt, was Vererbung in Java ist oder wie wir das einsetzen können, um unsere eigenen Klassen zu modellieren. Aber wir haben das eigentlich die ganze Zeit schon verwendet, indirekt, weil wir haben immer, auch wenn wir es nicht selber geschrieben haben, diese Zeile hier oben in unseren Anwendungen gehabt. Was heißt das? Wir schreiben eine neue Graphics App, eine neue Graphics App Anwendung, in unserem Fall Fireworks with Classes. Und diese Anwendung, diese Klasse, erbt von einer Basisklasse, einer Oberklasse Graphics App. Alles, was alle Graphics App gemeinsam haben, zum Beispiel diese Initialize-Methode, die Draw-Methode, diese interne Funktionalität, dass in einem regelmäßigen Abstand diese Draw-Methode aufgerufen wird und darauf basiert ja die ganze Animation, die wir implementieren. All das steckt in dieser Oberklasse und was wir die ganze Zeit immer gemacht haben und jetzt auch in Zukunft immer machen werden, wir erstellen eine spezialisierte Fassung von dieser Graphics App. Wir überschreiben, auch das habe ich heute in der Vorlesung kurz vorgestellt, die beiden Methoden, diese Initialize und die Draw-Methode, um für unsere App eine spezifische Initialisierung, vielleicht mit einer spezifischen Fenstergröße und vor allem eine spezifische Version der Draw-Methode umzusetzen, die dann genau so unsere Anwendung zeichnet, wie wir das gerne hätten. Also eigentlich haben wir die ganze Zeit schon indirekt mit diesem Inheritance-Prinzip gearbeitet. Jede Graphics-App, die wir geschrieben haben, jedes Programm, was wir geschrieben haben, das war bei Bouncer genauso, erbt von so einer entsprechenden Oberklasse. Ist das Prinzip oder sind das oder wird Ihnen das so langsam klarer, dass wir hier auch schon so indirekt mit Vererbung tatsächlich immer gearbeitet haben? Schreiben Sie mal Ja, Nein rein. Ob diese Offenbarung, dass wir die ganze Zeit schon Graphics-Apps hier irgendwie spezialisiert haben als Unterklassen, klar ist. Okay, perfekt. Dann möchte ich jetzt anfangen und ich würde gerne damit anfangen, dass ich eine erste Klasse schreibe. Und diese Klasse, die hat noch gar nicht so viel Funktionalität. Ich würde jetzt einfach nur gerne diese Möglichkeit ausnutzen, dass wir es jetzt endlich schaffen oder endlich in der Lage sind, neue Klassen in neuen Dateien zu erstellen, weil das nämlich nicht nur so eine logische Möglichkeit für uns ist. Sie erinnern sich, in der Vorlesung haben wir irgendwie über Studierende geredet und über Bachelor- und Masterstudierende, die als Unterklasse in so einer Klassenhierarchie angesiedelt sind. Das ist eine Sache. Also wir können Abhängigkeiten, wir können Beziehungen untereinander mit Klassen abbilden, aber wir können auch einfach Klassen benutzen, um unseren Code aufzuteilen, um Dinge, die vielleicht von zentraler Bedeutung sind, in einer Klasse festzuhalten und dann den restlichen Bestandteilen unseres Quellcodes bereitzustellen. Und was ich machen möchte, und das ist was, was wir in Zukunft, glaube ich, häufiger machen werden, ich möchte diese ganzen
Werte, diese ganzen Konstanten, die wir klassischerweise immer in der Graphics-App selber gehalten haben und gespeichert haben, die würde ich gerne auslagern. Also mein Plan ist jetzt, ich erstelle eine Klasse. In dieser Klasse gibt es ganz viele öffentlich sichtbaren Konstanten. In diese Konstanten speichere ich, was wichtig für verschiedene Bestandteile meiner Anwendung ist. Farben, Fenstergröße, vielleicht die Anzahl der Raketen, die ich darstellen möchte. Und diese ganzen Sachen wandern dann aus dieser Graphics-App heraus, aus dieser Klasse heraus, in diese Konfigurationsklasse. Und da kann ich von allen Stellen meiner Anwendung direkt darauf zugreifen. Also ich schaffe jetzt so einen zentralen Ort für alle meine Parameter, die in meiner Anwendung relevant sind. Und wir lernen dabei, wie wir jetzt auch auf so einer technischen Ebene neue Klassen erstellen. Wie macht man das nämlich? Ich klicke jetzt einfach mal hier in IntelliJ auf diesen SRC-Ordner und dann wähle ich mit dem Rechtsklick aus dem Kontextmenü New Class oder New Java Class. Dann werde ich aufgefordert, einen Namen einzugeben. Ich nenne das jetzt einfach mal Config. Also diese Klasse soll die Konfiguration meiner Anwendung beinhalten. Deshalb ist Config vielleicht kein schlechter Name. Und dann kümmert sich IntelliJ, wenn ich mit Eingabe bestätige, darum, dass der Rest passiert. Was passiert ganz konkret? Es wird hier eine neue Datei erstellt in diesem SRC-Ordner. Die kriegt einen Namen, Config. Die Datei selber heißt config.java. Diese Dateiendung, die wird hier nur ausgeblendet. Also hier oder stimmt gar nicht. Was hier angezeigt wird, sind die Klassennamen, die in diesen Dateien drinstecken. Und wenn Sie hier in den Tab oben reinschauen, sehen Sie den konkreten Dateinamen, config.java. Also irgendwo auf meinem Rechner wurde eine neue Datei angelegt, in meinem Projektordner. Die Datei wurde config.java genannt und IntelliJ hat mir schon diese Grundvorlage für eine neue Klasse geschrieben. So schaut eine leere Klasse in Java aus. Public heißt jetzt in diesem Fall, diese Klasse ist auch von außerhalb dieser Datei sichtbar, beziehungsweise außerhalb des Package, wenn Sie es ganz genau nehmen möchten. Aber für uns heißt es jetzt erstmal, es ist auch außerhalb dieser Klasse, außerhalb dieser Datei sichtbar. Es handelt sich um eine Klasse, die hat einen bestimmten Namen, Config, und dann kommen diese geschweiften Klammern. Und in die geschweiften Klammern kommt jetzt das, was wir dieser Klasse mitgeben möchten. Normalerweise würden wir uns jetzt überlegen, was für Dinge bildet diese Klasse ab. Ist das vielleicht irgendwie eine Vorlage für Studierende? Ist das eine Vorlage für Raketen? Was auch immer. Und die Dinge, die diese verschiedenen Gegenstände oder Entitäten gemeinsam haben, würden wir durch Instanzvariablen, Methoden etc. abbilden. Diese Klasse verhält sich jetzt aber ein bisschen anders. Das ist nämlich einfach nur eine Speichermöglichkeit. Das ist einfach nur ein Ort, wo wir ganz, ganz viele Konstanten, die wir irgendwo in unserer Anwendung brauchen, sammeln. Was ich zum Beispiel gerne speichern möchte an diesem zentralen Ort, ist, mit welcher Größe mein Anwendungsfenster beim Starten der Anwendung initialisiert werden soll. Und das mache ich, indem ich eine Konstante erstelle. Und jetzt ganz wichtig, ich mache das mit einer öffentlichen Konstante. Diese Konstante soll ganz bewusst auch außerhalb dieser Klasse sichtbar sein, damit andere Stellen von meinem Code in diese Klasse hier reinschauen können und diesen Wert auslesen können. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass da irgendwie Schabernack getrieben wird. Haben wir heute in der Vorlesung schon ganz kurz gesagt, dass dieses Prinzip, Dinge vor anderen Klassen zu verstecken, einer gewissen Interpretation bedürft. Sie verstecken da nichts vor irgendjemanden. Sie schreiben ja den Code selber. Was sie damit machen durch diese Sichtbarkeitsbereiche, ist sicherzustellen, dass vor allem nicht unbewusst und vielleicht von verschiedenen Stellen gleichzeitig der Status oder der State von einem Objekt verändert wird. Deshalb können wir mit diesen Sichtbarkeitsbereichen vor allem arbeiten. Also wirklich irgendwie ein Hacking-Schutz oder sowas ist das nicht. Wir wollen jetzt aber ganz bewusst eine Konstante anlegen, die auch nach außen hin sichtbar ist, weil, wie gesagt, diese Klasse hier dient eben vor allem dazu, diese Konfigurationswerte zu sammeln. Und was soll das für ein Wert sein? Es soll
eine Konstante sein. Static heißt jetzt in diesem Fall auch, dieser Wert ist direkt über die Klasse abrufbar. Ich muss keine Instanz von config erstellen, um auf diesen Wert zuzugreifen. Wir packen noch einen Modifikator dahin, final. Damit wird das dann tatsächlich zu einer Konstanten. Static und final zusammen heißt Konstante. Final alleine würde nur heißen, nach der Initialisierung von dem Wert in der Variable ist die nicht mehr veränderbar. Dieses Präfix public static final kennen Sie schon, auch wenn wir immer private geschrieben haben, weil uns das nicht gestört hat, weil wir ja eh innerhalb von einer Klasse nur gearbeitet haben. Was möchte ich für einen Wert drin speichern? Ich möchte die Breite, die initiale Breite von meinem Anwendungsfenster speichern in Pixeln und da ist vielleicht int ein ganz guter Wert. Wir könnten auch sowas benutzen, short, wenn Sie mal möchten, weil so groß ist wahrscheinlich mein Fenster nicht, dass ich da den kompletten Wertebereich von int ausnutze, aber ich lasse es jetzt mal bei int, das sind wir eher gewohnt. Dann noch ein Namen, ist die Fensterbreite, so viel Spektakuläres fällt uns da nicht ein und dann irgendwie einen Wert und vielleicht soll das 1280 Pixel breit sein. Und wenn ich schon dabei bin, mache ich gleich noch eine zweite Konstante vom gleichen Typen und speichere da drin die intendierte Höhe von meinem Anwendungsfenster. Jetzt habe ich an einem zentralen Ort in einer neuen Klasse in öffentlichen Konstanten diese beiden Werte hier festgelegt. Und was ich jetzt machen kann ist, jetzt gehe ich zurück in meine Graphics-App und ich gehe in die Initialisierungsmethode und Sie sehen jetzt hier, dass hier der Canvas, also diese Zeichenfläche, eingerichtet wird mit 500x500 Pixeln, also quasi fast schon Magic Numbers, die nicht so wirklich deutlich machen, was damit eigentlich gemeint ist und die vor allem einfach hier direkt im Code festgehalten sind. Dieser Begriff Magic Numbers, sagt Ihnen der was? Haben wir den schon mal erwähnt? Schreiben Sie mal Ja, Nein rein. Okay, dann erkläre ich es ganz kurz mit der Anmerkung, dass das hier eigentlich fast schon keine Magic Numbers sind. Wenn ich irgendwas in meinen Code reinschreibe, irgendwelche Zahlen, zum Beispiel sowas, for int i ist gleich 12, i kleiner 24, i plus plus, dann irgendwas im Loop. Und die Bedeutung von diesem Wert, den ich hier reingeschrieben habe, ergibt sich nicht direkt aus dem Code und dem Kontext, in dem dieser Wert steht, dann spricht man von einer Magic Number, also so einer magischen Zahl, die irgendwas bedeutet. Aber was die bedeutet, steht da nicht wirklich drin. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Sowas zum Beispiel könnte vielleicht eine Schleife sein, mit der ich über alle Monate iteriere. Aber was ich jetzt mit diesen beiden Zahlen, mit diesen Grenzwerten Monate meine, wird nicht wirklich deutlich. Also ich benutze einen Wert und warum ich genau diesen Wert benutze, wird aus dem Kontext, in dem ich den Wert im Ausdruck festgehalten habe, nicht hundertprozentig deutlich. Und wenn da so ein Missverständnis möglich ist, wenn nicht so hundertprozentig klar ist, was mit diesem Wert gemeint ist, dann spricht man von einer Magic Number und das ist eigentlich ein Zeichen für schlechten Code. Oder ein bisschen neutraler formuliert, wenn ich solche Magic Numbers habe, dann könnte das ein Indikator für schlechte Codequalität und für möglicherweise Fehleranfälligkeit sein. Man spricht dann auch von so einem sogenannten Code Smell, also das riecht so ein bisschen. Man kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ja, das ist falsch, aber man kann sagen, man könnte das auch besser machen, um dieses Missverständnis zu umgehen. Was könnte man machen? Wahrscheinlich würde ich im sinnvoll irgendwie sowas wie einen Enum benutzen, aber ich mache es jetzt mal ein bisschen anders. Ich mache mir eine Integer-Konstante Month Index January ist dann vielleicht gleich 1 und ich mache den Code jetzt gerade nicht viel besser, aber aus Prinzip mache es jetzt trotzdem mal zu Ende, das Beispiel. Ich füge jetzt hier diese Konstante ein
Und hier die andere. Die Werte sind die gleichen. Also hier steht immer noch 1 und hier steht immer noch 12. Aber wenn sie jetzt ganz wohlwollend sind und mir glauben, dann könnte man sagen, jetzt ist die Schleife, wenn ich wirklich was mit Monaten machen möchte, in dieser Schleife lesbarer. Also ich weiß, warum hier eine 1 steht und warum hier eine 12 steht, weil ich ja diese Konstante und den Namen der Konstante habe, um da eine gewisse Semantik reinzubringen. Also offensichtlich geht es von Januar nach Dezember. Und genau, im x plus y plus 42, 42 ist eine Magic Number. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt, also wahrscheinlich würde ich ohne den Kontext zu kennen schon sagen, ja, das ist eine Magic Number. Es geht jetzt um das Beispiel im Chat. Für die Leute, die sich das Ganze als Video anschauen. Im Chat steht jetzt gerade sowas, x plus y plus 42. Würde ich schon sagen, das ist eine Magic Number, weil warum steht das hier? Man würde vermuten, wenn man so einen Ausdruck hat, eine Variable plus immer den gleichen Wert, also darum geht's. Im Code steht immer der gleiche Wert, da steht 42 als Literal, das heißt, das ändert sich nicht, dann hat das wahrscheinlich irgendwie eine Bedeutung. Also irgendwas steckt wahrscheinlich hinter dieser Zahl. Warum würden Sie sonst immer, wenn Sie an diese Zeile vom Code geraten, diesen Wert hinzuaddieren? Also vielleicht ist das irgendwie ein Wert in Pixeln, irgendwie so ein Offset, so ein Abstand. Dann würde ich das wahrscheinlich in der Konstanten speichern. Aber kann man, glaube ich, ohne mehr Kontext auch gar nicht sagen. Also sowas hier zum Beispiel ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil wenn ich mich ein bisschen mit der Graphics-App auskenne, weiß ich ja, was das hier für eine Methode ist. Und dann weiß ich, dass diese beiden Parameter wahrscheinlich die Breite und die Höhe in Pixeln sind und dann ist das schon okay manchmal. Wäre natürlich schöner, wenn man irgendwie zentral diese Werte festlegt, weil man die dann auch schneller verändern kann. Prinzip von Magic Numbers halbwegs klarer geworden. Schreiben Sie mal was in den Chat rein. Okay, jetzt kommt nochmal die Meldung, ja, es ist unklar, ob das erste Breite oder Höhe ist. Das habe ich gemeint mit, wenn ich weiß, wie diese Methode funktioniert. Also das ist immer noch so ein Faktor, den man irgendwie mit einberechnen muss, wenn man so eine Beurteilung macht, ist das jetzt schlechter Code oder nicht. Wenn ich eine Methode habe, okay, Set Canvas Size, dabei muss ich wahrscheinlich wirklich wissen oder drüber hovern, um zu sehen, wie die Parameter sind, aber da kann ich das hier relativ gut feststellen. Wenn die Methode anders heißen würde, set canvas with and height und auch dann mit diesen beiden Parametern funktionieren würde, wäre es wahrscheinlich noch offensichtlicher. Dann würde man vielleicht noch weniger sagen, dass das Ganze eine Magic Number ist, weil durch das Zusammenspiel Methodenname plus konkrete Parameterwerte ergibt sich dann schon die Semantik. Okay, aber wir haben gerade diese Config-Klasse explizit deshalb gemacht, weil ich eben nicht mehr Magic Numbers haben möchte, sondern so einen zentralen Ort haben möchte, an dem ich alle Werte, die ich in meinem Code brauche, festhalten kann. Kurz zurück, so hat das ausgeschaut. Zwei Konstanten öffentlich in der Config-Klasse. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann an dieser Stelle von meinem Ausdruck auf die Konfigurationsklasse Config zugreifen, indem ich den Klassennamen eingebe. Ganz wichtig, wir instanziieren noch nicht, wir erstellen noch kein Objekt, sondern das ist jetzt nur der Klassenname, den wir hier hinschreiben. Und mit dem Punktoperator können wir jetzt, ich mache mal dieses Autocompletion-Fenster auf, damit sieht man es ein bisschen deutlicher, kann ich jetzt auf beide dieser Konstanten zugreifen, die ich da festgelegt habe. Das sind öffentliche Konstanten, die sind static, das heißt, die sind auch ohne Instanz zugänglich. Und so kann ich dann zum Beispiel auf die Breite zugreifen, die ich da in dieser anderen Klasse geschrieben habe. Und ich kann auch auf die Höhe zugreifen. Also ich lege eine Konfigurationsklasse an, in der ich alles das reinspeichere, was an anderen Stellen von meiner Anwendung benutzt wird. Und dann habe ich so eine Sammlung von allen Parametern. Ich habe die rausgeschmissen aus dieser Graphics-App und habe dann einen zentralen Ort, wo ich die auch dokumentieren und pflegen kann. Machen wir mal weiter. Ich nehme jetzt auch diese ganzen Farben,
Die schneide ich aus und packe die hier rein. Dann habe ich jetzt hier erstmal quasi so weit mein Farbschema definiert. Das muss auch nicht unbedingt die anderen Stellen meiner Anwendung interessieren. Das ist jetzt erstmal private. Und dann lege ich mir vielleicht noch eine weitere Konstante an. Private, public natürlich. Die soll jetzt wieder nach außen sichtbar sein. Final Color. Und dann nehme ich mir eine dieser Farben und speichere die quasi unter einem anderen Namen ab. Background Color. Und dann nehmen wir doch vielleicht mal dieses Grau. Ich speichere eine der internen Konstanten dieser Klasse in dieser öffentlichen Konstanten ab. Also diese Farbe wird in dieser Variable gespeichert. Der Wert, der in dieser Variable steht, wird auch in Background Color geschrieben. Da müssen wir in Zukunft nochmal ein bisschen genauer hinschauen, wie das jetzt mit Werten und Objekten ist. Da steht schon ein Wert drin, aber dieser Wert ist ein Verweis auf eine Stelle im Speicher, wo dieses ursprüngliche Objekt drin ist. Also es wird hier nicht zweimal eine Farbe abgespeichert, sondern hier drin steht auch dieser Wert. Und dann können wir über diese Konstante hier in unserer Graphics-App zum Beispiel anstatt hier auf irgendeine Farbe, die jetzt gar nicht mehr in dieser Klasse existiert, auch wieder auf unsere Konfigurationsklasse zugreifen und auf die Background-Klasse. Und so habe ich dann in dem ersten Schritt meine Graphics-App aufgeräumt. Ich habe eine zentrale Konfigurationsklasse. Da speichere ich jetzt alles rein, was so im Laufe der Entwicklung vielleicht mehr als eine Stelle meiner Anwendung betrifft. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig. Es gibt manchmal auch Parameter, die vielleicht besser direkt an oder in einer der anderen Klassen gespeichert werden, weil die sehr nah an dieser Klassenhierarchie und an den Objekten vielleicht angesiedelt sind. Aber das, was alles in meiner Anwendung möglicherweise betreffen könnte, kommt in diese zentrale Konfigurationsdatei. Wir können vielleicht eine Sache noch reinschreiben, bevor wir dann mit der ersten Klasse starten. Vielleicht sowas wie public static final int number of rockets. Das soll für uns später eine Konstante sein, die angibt, wie viele verschiedene Raketen gleichzeitig in unserer Anwendung sichtbar sind. Schreibe ich jetzt irgendwas rein, 15 oder so, nur um zu zeigen, wir können auch andere Sachen, die nichts mit der Darstellung per se zu tun haben. Number of Rockets, vielen Dank. Da drin speichern. Dann kann ich, wenn ich vielleicht eine Klasse habe, die zählen muss, wie viele Raketen sind schon da und bei Bedarf eine neue erstellen muss, auf diesen Wert zugreifen. Okay, kurze Rückmeldung in Chat. So zentrale Konfigurationsklassen, erster Eindruck. Finden Sie das gut, schlecht? 1 bis 5, 5 mache ich jetzt jedes Mal 1, ich sehe den Sinn noch nicht ganz. Schreiben Sie mal was in den Chat rein. Okay. Je nachdem, wo die, jetzt kommt die Frage, wo diese Konfigurationsklasse liegen muss. Wenn die in einem anderen Paket liegt, in einem anderen Unterpaket oder sowas, müssen Sie die wahrscheinlich importieren. Wenn die Klasse auf der gleichen Ebene liegt, wie die Klasse, in der Sie die Werte benutzen möchten, müssen Sie die nicht importieren. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, da wird die nicht importiert. Beide Klassen sind im gleichen Paket, deshalb keine Importanweisung. Wenn Sie diese Konfigurationsklasse irgendwo anders hinpacken, dann müssen Sie die möglicherweise importieren, aber das macht IntelliJ ja auch automatisch. Also Sie könnten sich jetzt überlegen, machen wir irgendwie einen neuen Ordner, Config oder so, und dann packen wir das da rein. Aber wenn die auf der gleichen Ebene liegen, ist das nicht notwendig. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Und was ich jetzt gerne implementieren würde, ist diese Rakete. Also Sie erinnern sich, werfen Sie nochmal ganz kurz einen Blick auf diese wunderbare Grafik. Uns geht es jetzt um diese einzelnen Raketen aus dieser Spitze, dieser Treibladung und diesem
diesem Leitstab, Leitwerk, wie auch immer. Und wir würden gerne eine Klasse schreiben, die erstmal diese Darstellung für ganz, ganz viele Raketen einheitlich darstellt und dann auch so ein bisschen das Verhalten einer Rakete abbildet. Ich würde vorschlagen, bevor ich jetzt zu viel ohne irgendwas Greifbares Ihnen erkläre, legen wir zumindest mal gemeinsam die Klasse an, Rocket, und dann schreiben wir uns vielleicht ein bisschen was auf als Kommentare, um so eine kleine To-Do-Liste zu generieren, was wir alles tun müssen. Also, ich möchte jetzt erstmal in dem ersten Schritt nur die Klasse, diese Klassendatei quasi erstellen, damit ich einen Ort habe, über den ich oder an dem ich weiter darüber nachdenken kann, was diese Rakete eigentlich machen soll. Ist vielleicht nicht immer die beste Herangehensweise, jetzt aber, um Ihnen das zu zeigen, ist das vielleicht eine ganz gute Idee. So, erstellen wir, jetzt wird gerade über die Konfigurationsklasse geredet, also ja, da kommt bestimmt noch mehr und dann macht das auch mehr Sinn. Und sowas wie diese Werte dann durch eine externe Datei zu bevölkern, vielleicht beim Programmstart, ist natürlich noch eine sehr, sehr viel bessere Idee. Da müssen Sie aber dran denken, dass Sie wahrscheinlich so eine Instanz davon erzeugen wollen. Also kann man natürlich auch in einem statischen Kontext machen, aber dann ist vielleicht die Idee dieser Klasse eher, die bildet die Werte irgendwie, die in der Konfigurationsdatei drinstehen, tatsächlich ab. Aber lassen wir das mal. Wenn Sie das interessiert, sind ja zwei Leute, die darüber sich unterhalten. Es gibt in Java auch die Unterstützung, glaube ich, direkt in der API für so Property-Files. Also es gibt so ein Format unter Windows, aber ich glaube auch unter anderen Betriebssystemen, mit dem man so ganz einfach Konfigurationswerte, Key-Value-Pairs abspeichern kann. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist in Java irgendwo so ein Parser eingebaut, mit dem man dieses Format dann aus einer Datei auch relativ einfach auslesen kann. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Muss ich später nochmal nachschauen. Jetzt legen wir mal die Klasse an für diese Rakete. Und der Name ist wahrscheinlich noch das Einfachste. Ich würde jetzt einfach mal Rocket nennen, weil die repräsentiert ja eine Rakete. Und bevor wir jetzt großartig über Instanzvariablen, Methoden, Konstruktoren und sowas nachdenken, schreibe ich erstmal in einem kleinen Kommentar, was ich mir über diese Klasse schon oder was ich schon weiß über diese Klasse und wie ich vorhabe, die zu skizzieren. Also, diese Klasse repräsentiert eine sichtbare Rakete innerhalb der Anwendung. Jede Rakete besteht aus einer abgerundeten Spitze, einer rechteckigen Treibladung und einem Leitwerk, Klammern Stab. Jede Rakete bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach oben. Und das war es eigentlich schon erstmal, was uns so am meisten interessiert. Das sind die Dinge, die jede Rakete hat. Wir können vielleicht noch ergänzen. Alle Bestandteile, machen wir das mal so gleich, alle Bestandteile der Rakete werden in einer einheitlichen Farbe gezeichnet. Jede Rakete bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach oben. Das sind die wesentlichen Parameter, die für alle Raketen gelten, die es in unserer Anwendung gibt. Jetzt denken Sie dran, das ist das Prinzip, was wir machen möchten. Wir wollen eine Vorlage schaffen, die für alle Raketen, die es in unserer Anwendung geben wird, gelten kann. Das heißt, wir überlegen uns, was die strukturellen Gemeinsamkeiten sind und wo diese Gemeinsamkeiten dann möglicherweise durch unterschiedliche Ausprägung durch unterschiedliche Werte abgebildet werden. Also jede Rakete hat diese drei grafischen Bestandteile, aber die befinden sich für jede Rakete möglicherweise an einer anderen Position.
Die eine Rakete ist noch ganz unten am Bildschirm, die andere ist oben. Das heißt, wir haben überall die gleichen Mittel, die gleichen Inhalte, aber wir haben gleichzeitig auch so etwas Dynamisches wie die Position. Jede Rakete hat eine Position, die Position kann aber eine andere sein. Alle Raketen haben für diese drei Bestandteile jeweils eine einheitliche Farbe. Die konkrete Farbe kann aber unterschiedlich sein. Alle Raketen bewegen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach oben. Die Geschwindigkeit konkret kann aber unterschiedlich sein. Also eine Rakete kann sich vielleicht mit einem Pixel pro Sekunde bewegen, oder pro Millisekunde, was auch immer, und eine andere vielleicht mit mehr oder mit weniger. Also, was sind die strukturellen Gemeinsamkeiten? Was hat jede Rakete? Und dann bei der Modellierung darauf achten, dass eine konkrete Rakete, eine konkrete Instanz da individuelle Werte vergeben kann. Und das machen wir in der Regel, indem wir Variablen jetzt anlegen, Instanzvariablen, die jedes Raketenobjekt hat. Und jedes Raketenobjekt kümmert sich dann darum, zum Beispiel durch den Konstruktor, dass beim Erzeugen in der Farbe oder in der Geschwindigkeit ein individueller Wert verwendet wird. Das sind diese beiden Ebenen, die wir jetzt immer so ein bisschen unterscheiden müssen beim Modellieren von unseren Klassen. Einmal dieser Vorlagecharakter und dann später die Instanzen, die diese Vorlage nutzen, um ganz individuelle Objekte darzustellen. Ich fange mal damit an. Ich bilde jetzt mal diese drei Bestandteile von meiner Rakete ab und dazu benutze ich Instanzvariablen und ich benutze jetzt ganz bewusst dieses Kompositionsprinzip. Sie erinnern sich, Komposition heißt, ich gebe einer Klasse Instanzen später, wenn die instanziert werden, von anderen Klassen, damit die ihre Aufgabe erfüllen kann. Ich mache jetzt nicht sowas, ganz bewusst nicht Rocket Extends, keine Ahnung, Rectangle. Das wäre dieser Vererbungsmechanismus. Da würden wir sagen, diese Rakete wäre eine Unterklasse von Rectangle, weil die sich ganz viel damit teilt und jetzt ein bisschen was spezieller macht. Das machen wir nicht. Wir machen eine ganz neue Klasse und wir sagen, jede dieser Klassen hat eine nach außen hin nicht sichtbare Eigenschaft vom Typen Circle und das ist diese Spitze von unserer Rakete Nose. Das importieren wir, diese Klasse. Ich habe jetzt zur Erinnerung, falls Sie das noch nicht gemerkt haben, Alt und Eingabe ist immer dieser Auslöser für diese Unterstützung, die IntelliJ Ihnen anbietet. Ich mache es nochmal rückgängig. Jetzt wird hier mir so ein Fehler angezeigt, weil IntelliJ kennt diese Klasse an dieser Stelle nicht, weiß nicht, welche Circle-Klasse ich meine. Wenn ich Alt-Eingabe drücke, öffnet sich das Kontextmenü, mit dem ich jetzt diesen Fehler beheben kann. Und wenn ich auf Import Class gehe, wird die richtige Klassendatei importiert, hier oben, und dann kann ich die benutzen. Das ist unsere Raketenspitze. Und dann möchte ich noch, dass jede Rakete ein Rechteck haben kann oder hat, in dem der Körper der Rakete, Body, wenn Ihnen irgendwas Besseres einfällt, gerne sagen, drin gespeichert ist. Und dann möchte ich noch eine dritte grafische Komponente haben, und zwar eine Linie. Linien sind so eindimensionale, stimmt nicht wirklich, weil die haben eine Breite, aber Objekte, die von einem Punkt zum anderen gehen, muss Ihnen nicht erklären, was eine Linie ist, die werden in der Graphics-App durch diese Line-Klasse abgebildet. Und das soll dieses Leitwerk sein, das können wir vielleicht Guide oder so nennen. Das sind die sichtbaren Elemente einer Rakete. Das sind auch Eigenschaften. Jede Rakete hat diese verschiedenen Komponenten. Aber es gibt noch andere Sachen, die jede Rakete hat. Zum Beispiel hat jede Rakete eine Geschwindigkeit. Jede Rakete wird, wenn sie initialisiert wird, das möchte ich so umsetzen, mit einer bestimmten Geschwindigkeit initialisiert, die ausdrückt, wenn diese Rakete aktualisiert wird, also neu positioniert wird, um wie viele Pixel diese Rakete ihre Y-Position verschieben kann. Und auch das mache ich, indem ich eine Instanzvariable für jedes dieser
Raketenobjekte anlege. Private wieder. Muss nicht nach außen. Fangen Sie immer mit Private an. Und erst wenn Sie aus irgendeinem Grund diese Werte auch in anderen Klassen brauchen, machen Sie sich Gedanken, wie Sie das tun. Über Getter, über vielleicht einen bestimmten Sichtbarkeitsbereich. Aber erstmal alles, was intern nur verwendet wird, private. Dann besteht nicht die Gefahr, dass Sie aus Versehen in den State von so einer Instanz später irgendwie reinfuschen. Was möchte ich abspeichern? Ich möchte die Geschwindigkeit dieser Rakete abspeichern in irgendeinem Wert in Pixeln. Ich speichere das mal als Float, dann könnten wir theoretisch auch mit so halben Pixeln und sowas anarbeiten. Und jetzt brauche ich einen Variablenamen. Wie wollen wir diese Variable nennen? Da soll die Geschwindigkeit der Rakete abgebildet werden. Und ich reite darauf rum, weil ich Ihnen ein schönes englisches Wort für das machen möchte. Ja, Delta wäre vielleicht nicht schlecht. Was fallen Ihnen denn so für englische Wörter ein, die was mit Geschwindigkeit zu tun haben? Speed zum Beispiel könnten wir benutzen. Es gibt im Englischen, mir fällt gar nicht ein, Velocity wäre die Alternative. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob es den Unterschied im Deutschen in einem Wort auch gibt. Also ganz schlimm, dass mir das jetzt nicht einfällt. Aber im Englischen heißen sowohl Speed als auch Velocity Geschwindigkeit. Aber Velocity ist eine Geschwindigkeit, die in eine bestimmte Richtung geht. Also das ist der Unterschied zwischen Speed und Velocity im Englischen. Velocity hat eine Richtung. Und weil wir ja hier auch eine Richtung auf der Y-Achse ausdrücken, würde ich diese Variable jetzt Velocity nennen. Und ich würde mir intern merken, wenn ein positiver Wert drin ist, dann geht es nach unten in unserem Koordinatensystem. Wenn es nach oben geht, verwenden wir einen negativen Wert. Also das, warum ich diese Variable jetzt hier an dieser Stelle Velocity nenne. Und falls irgendjemand der Unterschied zwischen Geschwindigkeit, zwischen Speed und Velocity im Deutschen gerade einfällt oder wie man das ausdrücken könnte, Vektor vielleicht oder so, bin ich mir nicht sicher, gerne posten. Aber jede Rakete hat so eine Velocity, die auf der Y-Achse die Veränderung in Pixeln ausdrückt, die diese Rakete bei jedem Update nutzen soll, um sich selber und die Bestandteile, aus denen sie besteht, neu zu positionieren. Okay, Instanzvariablen. Jede Rakete hat diese Dinge. Und jetzt brauchen wir eine Möglichkeit, wenn eine neue Rakete erstellt wird, die passenden grafischen Objekte, die wir brauchen, um diese Rakete zu repräsentieren, zu erstellen. Wir brauchen also einen Ort, an dem wir diese gesamte Initialisierung von einer neuen Instanz dieser Rocket-Klasse programmieren können. Wir wollen jetzt einen Plan uns programmieren, was soll passieren, wenn eine neue Rakete erstellt wird. Mit was für Werten soll die initialisiert werden? Was machen wir hier in diesen Variablen? Die sind ja im Moment noch leer. Wie gehen wir mit diesem Vorgang des Erstellens einer neuen Instanz um? Was brauche ich dafür? Wenn ich jetzt in einer Klasse, die ich selber schreibe, diesen Initialisierungsvorgang gestalten möchte, gibt es eine besondere Methode, die wir implementieren, um genau diesen Vorgang zu gestalten. Fällt Ihnen der Name noch ein? Wurde schon geschrieben, Konstruktor. Ist das allen anderen auch noch geläufig, der Begriff? Das ist diese besondere Methode. Es kann mehrere Konstruktoren in der Klasse geben. Wir beschränken uns jetzt mal auf einen. Diese besondere Methode, die wird aufgerufen, wenn wir von außen über das New-Schlüsselwort versuchen, so eine Klasse zu instanzieren. Und die schaut ein bisschen anders aus als andere Methoden. Da fehlt nämlich der Rückgabewert. Es kommt einfach nur der Klassenname, ist auch groß geschrieben und nicht klein geschrieben wie andere Methoden. Haben Sie eine Idee, warum ich bei diesen Konstruktoren keinen Rückgabewert definieren muss? Warum ich auch nicht Void hinschreiben muss? Gibt es einen ganz praktischen Grund? Oder man könnte das irgendwie ableiten. Warum macht es wenig Sinn, bei einem Konstruktor nochmal den Rückgabetyp
zu definieren. Genau, weil die Instanz ja zurückgegeben wird. Der Rückgabetyp, der ergibt sich ja von automatisch dadurch, dass ich ja diesen Konstruktor speziell für diese Klasse anlege. Ich rufe diesen Konstruktor auf und was bekomme ich von dem Konstruktor zurück, wenn ich den über das New-Schlüsselwort aufgerufen habe? Die neue Instanz. Also das kann gar nicht anders irgendwie funktionieren, als mir einen Wert vom Typen dieser Klasse zurückzugeben. Und was wir machen können ist, wir können einem Konstruktor, genau wie anderen Methoden, Parameter übergeben. Das heißt, alles, was ich möchte, dass jemand, der eine neue Instanz von meiner Rocket-Klasse erstellt, beim Erzeugen mitgibt, kann ich jetzt hier als eine Liste von notwendigen Parametern festhalten. Und das Prinzip, was wir jetzt bewusst selber implementieren, ist das gleiche, was Sie so aus Client-Perspektive auch bei den grafischen Objekten angewendet haben. Da haben Sie ja auch immer, wenn Sie ein Rechteck oder so erstellt haben, ich schreibe es mal kurz hier rein, New Rectangle, haben Sie gesagt, es soll irgendwie an der Position stehen, die und die Breite haben und dann vielleicht noch irgendwie die Farbe haben. Diese Werte, die Sie dem Konstruktor übergeben, sind in der Klasse Rectangle hier in der Konstruktormethode definiert. Und das machen wir jetzt auch. Was brauchen wir für jede Rakete? Wir brauchen vielleicht eine Position. Wo soll diese Rakete initial stehen? Auf der X-Achse und auf der Y-Achse. Vielleicht brauchen wir eine Größe, also wie breit oder wie. Ja, wie soll diese Rakete dimensioniert sein? Können wir übergeben, könnten wir auch irgendwie als Konstante festlegen, weil die wahrscheinlich für alle Raketen gleich ist, würde ich mal vermuten. Was wir aber auf jeden Fall vielleicht noch brauchen, ist eine Farbe, weil das ist nicht für jede Rakete gleich. Und da mache ich jetzt noch einen letzten Parameter, Farbe. In diesen Parametern von meinem Konstruktor. Jedes Mal, wenn eine neue Rakete erstellt werden soll, möchte ich, dass angegeben wird, wo soll die stehen und welche Farbe soll die haben. Und was ich auch noch angebe, ist, welche Geschwindigkeit soll diese Rakete haben. Velocity. Und wenn jetzt dieser Konstruktor aufgerufen wird, dann wird ein neues Raketenobjekt erstellt mit all diesen Instanzvariablen, die sind aber noch leer. Und was ich jetzt im Konstruktor machen kann, ist, ich kann diese neuen Variablen der neuen Instanz mit sinnvollen Werten belegen. Ich kann mir zum Beispiel die Geschwindigkeit nehmen, Velocity, diese Instanzvariable, und kann da den Wert reinspeichern, den ich als Parameter übergeben bekomme. Also ich nehme den Wert, der mir über den Aufruf des Konstruktors übergeben wird. Also irgendwo im Code steht dann New Rocket an der Position 10, 10 mit der Geschwindigkeit minus 2, also nach oben und vielleicht rot als Farbe. Dann wird dieser Konstruktor aufgerufen. Mit diesen Werten wird die Methode aufgerufen und ich kann auf diesen Wert zugreifen, indem ich auf die Parametervariable zugreife. Warum ist das keine gute Idee, das so zu schreiben? Ich würde gerne diesen Wert hier in diese Variable speichern. Also Variable heißt Velocity, Parameter heißt auch Velocity und dann schreibe ich das hin. Und ich kann Ihnen schon mal verraten, das funktioniert so nicht. Okay, das Member ist geshadowed. Das ist gleich die Lösung. Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen es schon. Ich habe es ja auch in der Vorlesung gesagt. Das mit dem Geshadowed ist tatsächlich ein sehr schöner Begriff dafür, den wir aber noch nicht eingeführt haben. Also, falls Sie irgendwie von extern kommen, wir sind gerade in so einem Anfängerkurs, Einführung in die Programmierung, und haben heute das erste Mal so ein bisschen mit eigenen Klassen was gemacht. Aber genau das ist das richtige Problem, das da beschrieben wird. Java sucht sich immer, wenn ich einen Variablenamen eingebe, die nächste Variable, die dazu passt. Und wenn ich jetzt hier Velocity innerhalb dieser Methode schreibe, dann wird geschaut zuallererst in dem Scope, in dem ich gerade bin. Ich
bin auf der Methodenebene, ich bin nicht in irgendwie einer If-Verzweigung oder so oder in einer Schleife, das heißt, es wird in der gesamten Methode geschaut, gibt es irgendwo eine Variable, die so heißt. Und die findet Java dann auch hier direkt in dem Parameter. Und dann wird gar nicht mehr weiter geschaut, sondern es wird einfach diese Variable hier verwendet. Das heißt, was ich hier eigentlich mache, ist, ich nehme mir die Variable und speichere nochmal den gleichen Wert rein. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht so eine tolle Idee. Und die Lösung dafür wurde auch gerade schon geschrieben. Ich kann mit dem Sys-Schlüsselwort auf die aktuelle Instanz, in der ich mich gerade befinde, zugreifen. Und was ich dann mache, ist, ich sage, ich möchte gerne die Variable, die Instanzvariable Velocity verwenden und möchte dort den Wert reinspeichern, der in der nächsten Variable innerhalb meines Scopes gespeichert ist, und das ist der Parameter. Ich habe es in der Vorlesung schon gesagt, dass jetzt hier diese Instanzvariable und der Parameter den gleichen Namen haben, ist nicht unbedingt schlechter Code. Also ich würde das wahrscheinlich in 99 von 100 Fällen genauso schreiben. Ich würde jetzt nicht irgendwie krampfhaft versuchen, mir hier einen anderen Parameternamen zu überlegen, weil es verweist ja oder es bedeutet ja genau das Gleiche. Das hier ist der Platz in der Klasse, in der die Geschwindigkeit gespeichert wird. Das hier ist die Geschwindigkeit, die beim Erstellen der Klasse übergeben wird. Das bedeutet am Ende beides das Gleiche. Und ich habe in Java ja die Möglichkeit, mit diesem Sys-Verweis diese Unterscheidung zu treffen zwischen Konstruktorparameter und Instanzvariable. Deshalb lassen wir das jetzt genauso. Und jedes Mal, wenn der Konstruktor aufgerufen wird, wird dieser Wert drin gespeichert. Was kann ich noch machen? Ich könnte mir in der Variable, in der diese Raketenspitze gespeichert wird, direkt im Konstruktor eine neue Raketenspitze erstellen. Und was ist unsere Raketenspitze? Das ist ein Kreis. Der Kreis befindet sich an einer bestimmten Position. Ich benutze einfach die Parameter, die mir beim Erstellen meiner Rakete übergeben werden. Jetzt brauche ich einen Radius. Den könnte ich, können wir ja mal machen, in der Konfigurationsdatei speichern. Ich sage Ihnen gleich, warum das vielleicht nicht so eine tolle Idee ist. Aber ich speichere jetzt mal den Radius, so die Breite, dann ja quasi die halbe Breite, die jede Rakete hat, hier in einer neuen Konstanten. Public Static Final Int Rocket Radius. Vielleicht blöder Name. Wie groß soll das sein? Sagen wir mal 10 Pixel oder so. Ist vielleicht ein bisschen klein, aber passt jetzt erstmal. Und dann nehme ich oder greife ich auf diese Variable wieder zu. Jetzt diesmal aus meiner Rocket-Klasse, Config und da in den Radius. Farbe soll ja für alle Bestandteile meiner Rakete gleich sein und dann nehme ich einfach den Parameter, der mir hier übergeben wird. Und dieses Prinzip, dass ich mir jetzt im Konstruktor diesen einen Bestandteil oder die Bestandteile meiner Rakete zusammenbaue, auf Basis der Parameter, die mir ergeben werden, ziehen wir jetzt komplett durch. Wir nehmen uns auch diesen Körper der Rakete und auch da erstellen wir ein neues Objekt in dieser Variable. Jetzt wollen wir das so positionieren, dieses Rechteck. Schauen Sie nochmal auf das Whiteboard. Wir wollen das so positionieren, dass dieses Rechteck in der Breite deckungsgleich mit der Spitze ist. Also wir wollen so einen Halbkreis irgendwie symbolisieren oder repräsentieren. Und das machen wir, indem wir den Kreis zeichnen, die Raketenspitze. Und dann zeichnen wir ab der Hälfte des Kreises dieses Rechteck darüber. Und dann ist nur noch das Rechteck, weil das wird als zweites gezeichnet, das liegt also höher auf unserer Zeichenfläche zu sehen, und dieser halbe Kreis, der nicht verdeckt ist. Und damit wir das hinkriegen, müssen wir jetzt ein bisschen rumspielen mit den Parametern. Was soll die X-Position von unserem Körper, von dem Körper der Rakete sein? Soll die gleiche sein wie der Mittelpunkt der Spitze der Rakete, aber um den Radius verschoben nach rechts. Genau. Wird es gerade schon
gepostet. Rocket Radius. Ich mache es jetzt mal mit der Konstanten. Wir können jetzt theoretisch auch schon auf den Radius dieser Spitze hier zugreifen. Machen wir es mal so. Die Y-Position, die ganz kurz Klammer auf, weil es gerade gefragt wird, der Ursprung von den Objekten ist unterschiedlich. Also der Kreis hat seinen Ursprung genau wie die Ellipse im Mittelpunkt und die Rechtecke und Bilder und haben ihren Ursprung oben links. Also unterschiedliche grafische Objekte interpretieren die X- und Y-Position unterschiedlich. Das beantwortet wahrscheinlich die Frage, oder? Okay, Y-Position von unserem Raketenkörper ist die gleiche wie von der Spitze. Und die Breite von der Rakete, da nehmen wir jetzt wieder den Radius. Seht schon, es wird ein bisschen kompliziert. Das ist das Gute aber an so einem Konstruktor. Wir müssen das hier nur einmal schreiben und dann ist das fest. Und wenn wir eine neue Rakete brauchen, benutzen wir immer den gleichen Code dafür. Zweimal der Radius ist die Breite von unserem Raketenkörper. Und jetzt können Sie sich irgendwas überlegen für die Höhe des Körpers. Was ich gemacht habe in meinem Beispiel ist, ich habe auch nochmal diesen Radius genommen und den mit, glaube ich, 5 multipliziert. Dann hatte man so ein schönes Seitenverhältnis für diese Rakete oder Seitenverhältnis, was ich irgendwie schön fand. Und welche Farbe soll der Körper der Rakete haben? Wieder die gleiche Farbe, die auch bei der Spitze verwendet ist, die wir als Parameter an den Konstruktor übergeben. Und dann zuletzt noch dieses Leitwerk. Da können wir eine neue Linie einzeichnen oder neue Line erstellen, also ein neues grafisches Element, was wir noch gar nicht so häufig benutzt haben. Und das funktioniert so, dass wir zwei Punkte innerhalb unseres Koordinatensystems angeben. Also zwei Paare von X- und Y-Koordinaten. Ich mache es mal ganz kurz und dann füllen wir richtige Werte ein. Das hier ist die X-Koordinate und das ist die Y-Koordinate vom Start der Linie. Und das ist die X-Koordinate und die Y-Koordinate vom Endpunkt dieser Linie. Dann geben wir noch eine Farbe ein und dann war es das eigentlich schon. Wo wollen wir die beginnen lassen? Wir können die ja vielleicht in der Mitte von der Spitze unserer Rakete entspringen lassen. Das heißt, ich greife jetzt auf die X-Position zu, beziehungsweise ich habe das ja schon, X-Position, Y-Position. Und dann kann ich diesen zweiten Punkt von der Rakete, von diesem Leitstab angeben, indem ich mir einfach überlege, dass ich den horizontal nach unten weiter verschiebe. Also ich lasse dieses Leitwerk in der Mitte von meiner Rakete, von der Spitze entspringen und das soll weiter nach unten gehen. Das heißt, die X-Position bleibt wahrscheinlich gleich und die Y-Position ist die ursprüngliche Position plus einfach die Länge, die dieser Stab haben soll. Können wir auch, wenn Sie wollen, in der Konfigurationsdatei abspeichern. Public Static Final Int Rocket Guide Length. Wenn der Körper der Rakete fünfmal der Radius ist, haben wir 50. Das heißt, unser Leitwerk müsste mindestens irgendwie 50 Pixel breit sein, damit das Sinn macht. Ich schreibe jetzt irgendwas rein. Können wir auch irgendwie noch ändern. Das ist jetzt einfach irgendein Wert. Wir sehen gleich, wie das ausschaut, dann können wir das Ganze noch optimieren. Und den Wert hole ich mir jetzt wieder aus der Konfigurationsklasse raus und füge den da ein. Und dann habe ich alle Bestandteile meiner Rakete im Konstruktor initialisiert. Und bevor wir das jetzt ausprobieren, machen wir noch zwei Sachen. Wir implementieren jetzt innerhalb dieser Klasse
auch ein bisschen was Verhalten von dieser Rakete ist. Müssen wir jetzt ein bisschen abstrakter formulieren. Was ich machen möchte, ist, ich möchte jetzt das, was man mit diesem Objekt machen kann. Also wenn ich mir so eine Rakete erstellt habe, dann sind da halt irgendwelche Werte gespeichert. Aber die soll ja auch irgendwas tun. Diese Objekte sollen irgendeine Funktionalität in meiner Anwendung haben. Und das mache ich in der Regel, indem ich Methoden implementiere, die dann auf diesen Objekten aufgerufen werden können. Und die erste Methode, die ich schreiben möchte, ist eine Methode, die heißt Draw. Die mache ich jetzt ganz bewusst so, wie die auch in den Graphics Objects immer heißt. Eine öffentliche Methode ohne Rückgabewert, die einfach nur Draw heißt. Und wenn ich die aufrufe auf einem Rocket-Objekt, was ich erstellt habe, dann soll die gesamte Rakete gezeichnet werden. Und was muss ich machen, um eine Rakete komplett zu zeichnen? Was ist jetzt das, was in dieser Draw-Methode wahrscheinlich passieren muss? Also ich habe die Rakete aus verschiedenen Bestandteilen zusammengebaut. Wenn die Rakete erstellt wird, initialisiere ich mir diese drei Komponenten. Und jetzt möchte ich alle Komponenten auf einen Knopfdruck, wenn von außen dieser Befehl kommt, zeichnen. Und Sie haben schon gesagt, alle drei Komponenten zeichnen. Und wie man jetzt Graphics Objects zeichnet, das wissen Sie ja schon. Das ist jetzt nichts Neues. Ich nehme mir diesen Kreis in der Variable Nose und ich weiß, das ist eine Circle-Instanz, die hat eine Methode Draw. Fertig. Wir können auf die Instanzvariable zugreifen, weil wir sind ja in diesem Objekt jetzt drin, wenn diese Methode aufgerufen wird. Und wir rufen für alle Bestandteile die Draw-Methode auf. Guide.draw. Und das war schon. Nach dem gleichen Prinzip können wir jetzt auch zum Beispiel so eine Update-Methode schreiben. Haben wir es mal darüber. Niemand zwingt Sie, nach einer bestimmten Reihenfolge Ihre Methoden in Ihren Klassen zu notieren. Sie sollten nur irgendwie ein Schema wählen, was in sich schlüssig ist. Zum Beispiel zuerst die öffentlichen, dann die privaten Methoden. Was ich zusätzlich häufig noch mache, ist, wenn ich weiß, dass diese Methoden in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden. Zum Beispiel jetzt hier wird wahrscheinlich innerhalb des Draw Loops unseres Spiels oder unserer Animation erst die Update-Methode aufgerufen und dann die Draw-Methode, dann ordne ich die auch innerhalb dieser Klasse so an. Das hat überhaupt keine Konsequenzen. Also die Reihenfolge der Methoden spielt keine Rolle in Java. Aber das ist eine Stelle, an der Sie kreativ sein können und Sie sollten da irgendwie versuchen, in sich schlüssig zu sein. Also ordnen Sie die nicht komplett wirr und zufällig an. Die Methoden, wenn Sie jetzt mehrere Methoden in einer Klasse schreiben, sondern überlegen Sie sich irgendein Prinzip. Zum Beispiel erst die öffentlichen, dann die privaten, Reihenfolge des Aufrufs, meinetwegen auch alphabetisch, wenn Sie möchten. Hauptsache, es hat irgendein Prinzip, das die dann komplett in allen Klassen durchziehen. Das mit dem alphabetischen, woher bekommt die Rocket-Methode ihre Parameter? Diese hier oben, die bekommt sie gleich, die Parameter, wenn wir eine Instanz davon mit dem Konstruktoraufruf erzeugen. Zeige ich gleich. Wir müssen jetzt nur eine Methode hier drin schreiben und dann können wir uns die Rakete erstellen. Was ich noch machen möchte, ist so eine Update-Methode. Und diese Update-Methode, die soll die gesamte Rakete auf Basis von diesem Wert auf der Y-Achse verschieben. Also jedes Mal, wenn ich die Update-Methode aufrufe, möchte ich, dass sich die gesamte Rakete mit allen Bestandteilen um genau den Wert, der hier drin steht, das kann negativer oder positiver Wert sein, weil wir Velocity, also Geschwindigkeit mit Richtung ausdrücken, auf meiner Zeichenfläche auf der Y-Achse neu positionieren. Und da mache ich jetzt genau das Gleiche, was ich hier gemacht habe. Hier habe ich, um die gesamte Rakete zu zeichnen, ups, alle Einzelobjekte gezeichnet, Kompositionsprinzip. Und hier mache ich jetzt genau das Gleiche. Ich nehme mir die Spitze und ich bewege die Spitze von meiner Rakete auf der X-Achse um keinen Pixel, da soll sie sich nicht verändern. Und auf der Y-Achse soll sich diese Raketenspitze mit diesem Wert nach oben oder nach unten, je nachdem, ob das positiv oder negativ ist,
über den Bildschirm bewegen. Jedes Mal, wenn die Update-Methode aufgerufen wird, führen wir diese Änderung durch. Das gleiche gilt für den Körper der Rakete, für den Body. Auch hier wieder auf der X-Position keine Veränderung, auf der Y-Position schon. Mit dem gleichen Wert. Wir verschieben also immer die Rakete nach oben. Wir können das, glaube ich, auch bei dem Stab machen. Aber um ehrlich zu sein, traue ich da meinem eigenen Code nicht so wirklich. Wir können es mal ausprobieren. Ich glaube, dass das aber nicht funktioniert. Wir sehen jetzt gleich mal, wie das funktioniert. Ich glaube hier, ich mache mir da mal einen Notiz, to do, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube, wenn Sie so eine Line neu positionieren möchten oder verändern möchten, setzen Sie am besten immer gleich die Start- und Endposition neu. Das ist, glaube ich, nicht so ganz cool. Okay, aber wir haben jetzt eine Vorlage für Raketen innerhalb unserer Anwendung. Wir haben ein bisschen was an Eigenschaften festgehalten, was soll jede Rakete haben, und wir haben Funktionalität festgehalten. Und das probiere ich jetzt mal aus, ob das klappt. Ich gehe in meine Graphics-App rein. Ich lege mir in dieser Klasse eine Variable an, vom Typen Rocket. Da möchte ich eine Rakete reinspeichern. In meiner Initialisierungsmethode speichere ich in dieser Variable eine neue Instanz von unserer neuen Klasse. Jetzt geht es darum, diesen Konstruktor, den wir hier definiert haben, tatsächlich zu nutzen. Das ist das, was jetzt gerade im Chat gefragt worden ist. Jetzt rufen wir diesen Konstruktor auf und übergeben Parameter. Ich möchte eine neue Instanz erzeugen, deshalb New-Schlüsselwort. Von welcher Klasse? Von der Klasse Rocket, die wir gerade eben erstellt haben. Wo soll die positioniert werden? Suchen Sie sich irgendwas aus. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen Wert, 400 mal 400. Was ist die Geschwindigkeit oder die Velocity, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen, mit der sich diese konkrete Rakete bewegen soll? Minus 1. Sie soll sich nach oben bewegen. Und Bewegungen innerhalb unseres Koordinatensystems auf der Y-Achse werden nach oben hin mit negativen Werten ausgerückt. Der Ursprung von unserem Koordinatensystem ist ja oben links. Und wenn wir uns in diese Richtung oben, komisches Wort, bewegen möchten, müssen wir auf der Y-Achse die Position reduzieren. Deshalb Velocity, Bewegung, Geschwindigkeit mit Richtung. Richtung wird jetzt in unserem Fall durch positive oder negative Werte ausgedrückt. Dann brauchen wir noch eine Farbe für die Rakete. Gehen wir mal in die Konfigurationsklasse und da schreibe ich mir jetzt wieder eine Konstante. Rocket Color, und ich nehme mal dieses Rot. Das finde ich immer ganz schön. Das mache ich genauso wie bei der Hintergrundfarbe hier. Speichere ich mir diese interne Farbwerte nochmal in einer öffentlichen Konstante. Ich mache das hier zusammen zu dem, was zu einer Rakete gehört. Sie sehen schon, hier wächst langsam irgendwie sowas an Konfigurationswerten an, die alle was mit der Rakete zu tun haben und die wahrscheinlich nur an ein oder zwei Stellen von unserer Anwendung wirklich wichtig sind. Und das sind dann Dinge, die man vielleicht nicht in dieser zentralen Konfigurationsklasse abbilden sollte, sondern vielleicht eher hier in dieser Rocket-Klasse. Aber egal, wir haben jetzt uns die Farbe nochmal extra gespeichert und die rufe ich jetzt. Habe ich das nicht richtig gemacht? Oh, ich habe die nicht öffentlich gemacht, diese neue Konstante. Kann ich natürlich auch nicht drauf zugreifen. Jetzt ist sie öffentlich. Jetzt kann ich hier auf die Farbe zugreifen. Und dann habe ich mir an dieser Position hier eine neue Rakete erstellt. Und innerhalb von meinem Draw Loop werde ich jetzt, immer wenn ich den Hintergrund gezeichnet habe, diese Rakete aktualisieren und diese Rakete anschließend neu zeichnen. Das ist immer dieses gleiche Prinzip, Draw Loop, was Sie selber auch schon ganz häufig benutzt haben, alle Objekte, die in Ihrer Anwendung eine Rolle spielen, anpassen, neu positionieren, vielleicht, wenn Sie an die aktuelle Übungsaufgabe denken,
die jetzt, die sie in den Tutorien diese Woche bearbeiten. Da müssen sie dann so Kollisionen herausfinden. Und wenn sie das gemacht haben, dann zeichnen wir die. Warum benutze ich nicht die Farben? Können sie gerne machen. Das ist jetzt auf dem Level, wo wir sind, absolut kein Problem. Ich kann es Ihnen kurz erklären, warum ich so mache. Das hier sind einfach irgendwelche Farben. Das ist quasi, ich interpretiere das als so eine Art Farbpalette, aus denen ich mich bediene. Die habe ich extra ausgewählt, weil die passen irgendwie schön zusammen. Aber das sind einfach nur Farbwerte. Das ist Rot, Gelb, Grün und Blau. Das hier ist die konkrete Farbe des Hintergrunds. Also es ist semantisch eine andere Bedeutung. Das ist die Farbe von, die Hintergrundfarbe von meiner Anwendung. Das ist die Farbe von meiner Rakete. Und die benutzen diese Farbpaletten. Also wenn es halbwegs verständlich ist, würde ich mich freuen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn das jetzt auf dem Level nicht wirklich verständlich ist, weil es. Man könnte es auch einfacher machen. Wenn Sie das lieber anders machen wollen, dann setzen Sie das hier gleich öffentlich. Aber nochmal, Konzept oder Idee war, das ist so eine Art Farbpalette und überall da, wo ich Farben brauche, nehme ich eine von diesen konkreten Farben und dann passt das alles hübsch zusammen. Okay, aber schauen wir mal, wie unsere Anwendung jetzt ausschaut, wenn ich die mal starte. Also Rakete wird erstellt, Rakete wird aktualisiert und Rakete wird gezeichnet. Sollte jetzt jedes Mal passieren. Schauen wir mal. Das ausschaut und es funktioniert. Aber Sie sehen hier, das mit dem Leitstab, das funktioniert irgendwie noch nicht so hundertprozentig, würde ich mal behaupten. Also Rakete schaut wunderbar aus, aber das mit diesem Leitstab, das nicht so wirklich. Können wir ganz leicht umgehen, indem wir ganz bewusst die X und Y-Koordinaten von dem Start- und Endpunkt von diesem Leitstab jetzt jedes Mal, wenn wir die anderen beiden Objekte aktualisieren, neu setzen. Das heißt, das hier schmeißen wir raus. Und es gibt so eine Methode. Und ich mache mir irgendwie mal ein To-Do, dass ich mir nochmal in der Graphics-App anschaue, warum das nicht so funktioniert, wie man denken könnte. Es gibt eine Methode in dieser Klasse Line, die heißt Set Start and Endpoint. Und da können wir das Gleiche machen, was wir auch in dem Konstruktor von diesem Stab gemacht haben. Wir können den Start und den Endpunkt ganz genau als X- und Y-Koordinatenpaar angeben. Und ich möchte, dass immer, wenn sich meine Rakete oder die Spitze und der Körper meiner Rakete sich verschoben hat, möchte ich, dass auch dieser Leitstab neu ausgerichtet wird. Der soll immer da entspringen, wo die Spitze meiner Rakete gerade ist. Und das mache ich, indem ich auf die X- und Y-Koordinaten von der Spitze zugreife. Und dieser Stab soll immer nach unten verschoben, sollen sich nach unten hin ausdehnen. Das heißt, die X-Koordinate von dem Endpunkt von diesem Leitwerk, die ist immer die gleiche. Aber bei dem Y-Wert von dem Endpunkt nehmen wir den Ursprung von der Position der Raketenspitze im Moment und addieren wieder diesen Konfigurationswert hinzu, Rocket Guide Length. Und dann haben wir die beiden Koordinatenpaare für Start und Endpunkt von unserem Leitwerk. Und wenn wir das jetzt nochmal starten, dann sehen Sie, ist dieser komische Darstellungsfehler behoben. Und jetzt haben wir hier irgendwie diese wunderbare Rakete und die geht nach oben. Eine Rakete ist ein bisschen langweilig. Und deshalb würde ich jetzt gerne in diesem Stream zumindest noch ein paar mehr Raketen erstellen, mit Ihnen gemeinsam, vielleicht auch mit unterschiedlichen Farben. Und das könnten wir jetzt hier in dieser Graphics-App machen. Also wir könnten uns jetzt hier irgendwie so eine Methode schreiben,
Create Rockets. Wenn ich jetzt 5 oder 10 Raketen haben möchte in der Graphics-App-Anwendung, wo würde ich die wahrscheinlich speichern? Also ich würde wahrscheinlich nicht 50 Variablen anlegen und die Rocket 1 bis 50 nennen. Was würden wir wahrscheinlich so als Ort nehmen, um diese ganzen Raketen zentral abzulegen? Fällt Ihnen das noch ein? Array, genau. Aber ich würde gerne diesen Konstruktionsvorgang dieser Raketen in einer anderen Klasse machen. Also immer wenn die Möglichkeit besteht, Dinge in einer anderen Klasse zu machen, dann überlegen Sie sich, ob das nicht vielleicht so eine gute Idee ist. Immer wenn Sie so kleine Aufgaben innerhalb Ihrer Anwendung im Kopf haben, die zwar in zum Beispiel dieser zentralen Graphics-App-Klasse Fireworks with Classes genutzt werden, die aber nicht deren eigene Aufgabe, deren genuine Aufgabe sind, dann überlegen Sie sich mal, ob man das vielleicht irgendwie auslagern könnte. Und wir haben jetzt ja die Möglichkeit bekommen, indem wir selber Klassen erstellen können, in denen wir ganz bewusst neue Klassen auch benutzen können, um unser Programm zu strukturieren. Wir müssen das nicht immer nur mit diesem Modellierungscharakter sehen. Eine Klasse bildet irgendwie ein Ding ab, von denen es 100 oder 200 gibt. Es kann auch eine Klasse existieren, die wir vielleicht nur ein einziges Mal in unserer Anwendung benötigen. Aber wir können trotzdem dann diese Funktionalität, die in dieser Klasse steckt, separat vom Rest von unserem Code abbilden. Und das möchte ich jetzt machen. Ich möchte alles das, was notwendig ist, um so ein zufälliges Set an Raketen zu erstellen, also dieser Konstruktoraufruf, Randomisieren von irgendwelchen Werten und so weiter, möchte ich gerne in eine Klasse auslagern und die übernimmt dann die Aufgabe. Und in meiner Graphics-App hole ich mir dann diese Klasse über eine Instanz oder eine statische Methode. Können wir uns überlegen, wie wir das machen möchten und dann benutze ich die aber. Ich halte hier diesen Teil meiner Anwendung so klein wie möglich. Was ist die Aufgabe von dieser Graphics-App-Klasse? Die soll sich darum kümmern, dass meine Anwendung initialisiert wird. Die soll sich darum kümmern, dass die Objekte gezeichnet und aktualisiert werden. Um alles, was darüber hinausgeht, kümmern sich spezielle Klassen. Und diese neue Klasse, die wir jetzt noch schreiben, die soll Raketen erstellen. Und welcher Name liegt näher, um das irgendwie abzubilden, als vielleicht einfach Rocket Factory? Also wir bauen uns jetzt eine kleine Raketenfabrik. Was soll diese Fabrik, und in diesem Kurs oder in einem späteren Kurs werden Sie dann auch nochmal sehen, dass dieser Factory-Begriff tatsächlich ganz häufig für genau das, was wir jetzt machen, verwendet wird in der objektorientierten Programmierung. Wir bauen eine Klasse, deren Aufgabe es ist, andere Klassen zu erstellen. Was soll jetzt hier passieren? Ich möchte jetzt diesen kompletten Konstruktionsvorgang einer Rakete hier in einer Methode implementieren. Und wenn ich dann eine neue Rakete brauche, irgendwo in meiner Anwendung, dann rufe ich einfach die Methode aus dieser Klasse auf und kriege eine Rakete zurück. Aber der Konstruktionsvorgang wird nicht irgendwo in meiner Anwendung implementiert, sondern hier in der Extraklasse. Ich mache das jetzt mal in einer statischen Methode. Dann sehen wir auch mal, dass auch Methoden statisch sein können. Ob das die beste Idee ist, weiß ich gar nicht. Müsste ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich möchte jetzt einfach nur diese Klasse als Ort benutzen, an dem diese Funktionalität implementiert wird. Vielleicht möchte ich die gar nicht instanzieren. Ich möchte eine öffentliche Methode erstellen, die ich direkt auf der Klasse ohne Instanz aufrufen kann, die mir eine Rakete zurückgibt und diese Rakete soll mit randomisierten Werten belegt sein. Also die soll eine zufällige Farbe haben, zufällige Position, zufällige Geschwindigkeit. Dann braucht die Methode braucht irgendwie einen Namen und ich nenne die jetzt einfach mal Create Random Rocket. Können uns gleich überlegen, ob wir irgendwelche Parameter brauchen. Aber Idee ist, wir erstellen jetzt in dieser Methode eine Rakete mit zufälligen Werten und die geben wir dann zurück und wir können uns dann dieser Methode bedienen, wenn wir irgendwo anders in unserer Anwendung eine neue Rakete brauchen. Was brauche ich? Ich brauche eine zufällige Farbe und ich kann ja mal in dieser Konfigurationsdatei
Und machen wir das hier? Ja, machen wir es jetzt mal hier und überlegen wir uns vielleicht in der nächsten Sitzung, wie wir diese ganzen Konfigurationswerte innerhalb unserer Anwendung aufteilen. Aber ich erstelle mir jetzt hier wieder eine Konstante. Und was ich machen möchte ist, ich möchte ein Array erstellen, in dem die möglichen Farben für Raketen drin sind. Also, aus welchen Farben kann ich mich bedienen, wenn ich eine neue Rakete haben möchte? Available Rocket Colors. Das möchte ich machen, weil nicht alle Raketen die gleiche Farbe haben sollen. Und wir wissen schon, wir können ja mit dieser Literaldarstellung direkt ein Array auch mit Inhalten befüllen. Und ich nehme jetzt alle Farben, die ich verwenden möchte als Raketenfarben und speichere die hier nochmal rein. Red, Green, Blue, Yellow. Array mit vier Farben. Diese vier Farben verweisen auf diese festen, in der Konfigurationsklasse in internen Konstanten festgehaltenen Farben. Und wenn ich jetzt eine neue Farbe brauche für eine neue Rakete, dann wähle ich zufällig einen dieser Werte aus. Das mache ich in der Rocket Factory. Können das mal hier implementieren. Ich schreibe jetzt vielleicht eine private Methode. Wenn ich eine statische Methode habe, wie hier, dann kann ich innerhalb dieser Methode nur auf andere statische Methoden dieser Klasse zugreifen. Und Dekompositionsprinzip, ich möchte jetzt diesen Auswahlprozess der Farbe auslagern, mache ich auch wieder in einer statischen Methode, private static color, get random rocket color. Und was mache ich hier drin? Ich erzeuge mir einen Index, einen zufälligen, der im Wertebereich von diesem Array hier liegt. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ich mache es nochmal ausführlich. Int random color index. Wie kann ich das machen? Ich erzeuge eine Zufallszahl, mass.random. Ich multipliziere die mit der oberen nicht inkludierten Grenze meines Wertebereichs. Das ist in diesem Fall relativ leicht. Das ist nämlich einfach die Anzahl der Farben, die es so gibt. Und das Ganze, was dabei rauskommt, caste ich nach int. Und dann habe ich einen zufälligen Index. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, dass Sie das komplett sehen. Im Wertebereich von diesem Array. Ist Ihnen dieser Vorgang noch aus den letzten Wochen bekannt? Haben das schon ein paar Mal benutzt, oder? Schreiben Sie mal ja, nein in den Chat rein. Mass.random oder wenn Sie diesen Random Generator benutzen möchten, den gibt es ja auch, können Sie das auch machen. Aber das Prinzip ist Ihnen klar, oder? Irgendwie irgendeinen zufälligen Wert zwischen 0 und 1, 1 nicht inklusive. Wir multiplizieren das mit der oberen Grenze. Das heißt, es kommt irgendein Wert zwischen 0 und nicht mehr diesem Wert raus und dann noch diesen Cast für int, weil das, was hier rauskommt, ist ein Float. Und hier brauchen wir aber einen Int-Wert. Ist es besser, random next int zu verwenden? Das ist nicht besser. Also können Sie beides machen. Ich habe tatsächlich hab nicht mehr in den Random Generator reingeschaut. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ich glaube aber schon, so eine obere Grenze festzulegen. Können Sie machen, wie Sie möchten. Und was ich jetzt mit diesem Wert hier mache, ist, ich greife auf dieses Array zu. Dieses Array hier, config.available rocket colors. Config.available Rocket Colors und ich wähle aus diesem Array einen Wert aus und zwar den an der Stelle, die ich vorher zufällig bestimmt habe. Dann greife ich auf irgendeine Farbe zu und gebe das dann zurück. Und dann kommt ein Fehler. Oh, hier muss ich noch die Farbe importieren, mit Java meinen Code versteht. Und dann habe ich mir eine Funktion geschrieben, die eine zufällige Farbe bestimmt. Die kann ich jetzt hier in meiner Konstruktormethode benutzen, um random rocket color erstmal in einer Instanzvariable abzuspeichern, get random rocket color. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen eine zufällige Geschwindigkeit
für diese Rakete. Mache ich auch wieder nach dem gleichen Prinzip. Ich schreibe mir eine Methode, private static float get random rocket velocity, also eine zufällige Geschwindigkeit. Oder machen wir jetzt mal linguistisch ganz ausführlich. Wir berechnen erst die Geschwindigkeit und wir bestimmen dann in dieser Methode, in welche Richtung es gehen soll. Und hier machen wir jetzt genau das Gleiche. Wir berechnen auch wieder eine zufällige Zahl zwischen zwei Werten. Wir können uns, wenn wir wollen, in dieser Konfigurationsklasse vielleicht die Grenzwerte reinspeichern. Public static final int min rocket speed. Können es auch mit float machen. Machen wir es mal so. Int. Das ist die minimale Geschwindigkeit, vielleicht 1, und dann kopiere ich das Ganze und sage, die maximale Geschwindigkeit einer Rakete soll vielleicht 5 Pixel pro Zeiteinheit sein. Und in meiner Zufallsmethode berechne ich jetzt wieder einen zufälligen Wert, random speed. Ich berechne wieder mass.random. Ich bestimme den Unterschied, also die Differenz zwischen diesen beiden Werten. Config max rocket speed minus config.min rocket speed. Und das Ganze addiere ich auf die minimale Geschwindigkeit hinzu. Mache jetzt hier noch ein paar Klammern, damit es verständlicher ist. Und caste das Ganze. Können es auch gleich nochmal kurz ausführlich gemeinsam verfolgen. Spätestens hier ist es vielleicht tatsächlich besser, diesen Random Generator zu benutzen. Aber so würde es schnell auch funktionieren. In welchem Wertebereich, in welchem Abstand liegen diese beiden Werte? 5 minus 1 ist 4. Ich generiere irgendeine Zahl zwischen diesen beiden Werten. 1 bis 3. Und muss ich hier plus 1 noch irgendwo rechnen. Das spare ich mir jetzt mal. Also hier fix bug where max speed is never reached. Also ich kriege im Moment diese obere Grenze nicht mit, weil ich die hier nochmal einrechnen muss. Und dann nehme ich diesen zufälligen Wert, den ich zwischen diesen beiden Werten berechnet habe, also irgendwas zwischen 0 und 4, und addiere den auf die minimale Geschwindigkeit zu. Vielleicht funktioniert es sogar doch so, wie ich mir das überlegt habe. Nehme ich das mal weg. Und den gebe ich jetzt zurück. Und dann habe ich auch für diese Zufallsgeschwindigkeit eine kleine Methode geschrieben. Ich kann den Wert auch direkt zurückgeben. Ich muss den gar nicht in einer Instanzvariable speichern. Habe ich den nächsten Baustein für meine zufällig generierten Raketen. Float random rocket speed ist gleich get random rocket speed. Dann brauche ich vielleicht noch eine zufällige X-Position. Irgendwo auf meinem Canvas soll diese Rakete spawnen. Und auch hier wieder gleiches Prinzip. Private static. Ich mache das jetzt extra so ausführlich, damit wir jeden dieser kleinen Zufallschritte nochmal sehen. Dekompositionsprinzip. Get random x position. Auch hier wieder, wir können das eigentlich kopieren. Und wenn wir was kopieren, sollten wir uns überlegen, ob wir das nicht dann gleich nochmal abstrahieren. Aber ich kopiere es jetzt einfach mal. Entschuldigen Sie das. Oder brauche ich überhaupt eine Kopie? Kurz überlegen. Brauche ich gar nicht. Ich kann es sogar einfacher machen, wenn ich es nicht kopiere. Ich möchte eine zufällige X-Position für diese Rakete berechnen. Die untere Grenze ist 0. Schaut vielleicht komisch aus, aber ist jetzt erstmal okay. Und die obere Grenze ist die Breite meines Fensters. Irgendwo zwischen diesen beiden Werten soll die Rakete auf der X-Achse positioniert werden. Also auch wieder mass.random, irgendein Wert zwischen 0 und 1,
multipliziert mit der Breite meines Anwendungsfensters, das Ganze gecastet nach int. Und das geben wir dann als Wert aus der Methode zurück. Also, wir suchen uns eine zufällige X-Position für unsere neue Rakete aus. Auch das rufen wir auf. Random X-Position. Get random X-Position. Die Y-Position, die Y-Position, die kann eigentlich immer die gleiche sein. Die würde ich jetzt mal auf 0 setzen. Vielleicht ist es noch schöner, wenn wir die ein bisschen weiter nach unten verschieben, weil die Raketen dann ins Bild reinfliegen. Aber das können Sie machen, wie Sie möchten. Und mit diesen Werten, mit diesen zufällig bestimmten Werten, erstelle ich jetzt eine neue Rakete. Random Rocket, New Rocket, wo auf der zufälligen X-Position, auf der zufälligen, nicht auf der zufälligen, sondern ganz unten ist blöd, config, window height, also ganz unten am Bildschirm soll die Rakete spawnen. Was für eine Geschwindigkeit soll die haben? Die soll diese zufällige Geschwindigkeit haben, die wir ausgewählt haben, aber weil die Rakete sich nach oben bewegen soll, machen wir das Minus davor. Und die soll die zufällige Farbe haben, die wir bestimmt haben. Und jetzt haben wir fast alle Parameter, die notwendig sind, um diese Rakete zu initialisieren, zufällig bestimmt und können das, müssen das gar nicht in einer Variable speichern, als Ergebnis nach außen liefern. Wir haben jetzt diesen ganzen Konstruktionsvorgang der Rakete ausgelagert in diese Methode und wir können innerhalb unserer Anwendung in einem bestimmten Bereich zufällige Raketen erstellen. Probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Ich erstelle die Rakete in meiner Graphics-App nicht mehr selber, sondern ich lasse das die Rocket Factory machen. Statische Methode, das heißt, ich greife über den Klassennamen drauf zu und ich sage, ich hätte gerne eine zufällige Rakete und führe das Ganze mal aus. Und das funktioniert. Haben Sie noch 5 Minuten Zeit? Dann schauen wir uns ganz kurz noch an. Also schreiben Sie mal rein, ob es jetzt ganz dringend ist, dass Sie weg müssen. Kriege ich noch 5 Minuten? Dann würde ich nämlich noch gerne zeigen, warum das hier eigentlich cool ist. Cool ist es nämlich deshalb, weil wir das jetzt hier nicht nur einmal machen, sondern wir machen das natürlich ganz, ganz häufig. Ich möchte nämlich gleich so einen ganzen Strauß an Raketen haben. Ich möchte einen Array an Raketen haben. Ich mache eine öffentliche Methode. Die gibt mir nicht mehr eine Rakete zurück, sondern die gibt mir eine ganze Anzahl von Raketen zurück. Create random Rockets vielleicht. Schwierig. Sowas sollte man eigentlich vermeiden, dass ich so einen Methodennamen nur an einem Zeichen unterscheidet, überliest man dann sehr leicht. Ich würde es vielleicht an dieser Stelle so lassen. Können Sie sich mal überlegen, wie Sie dazu stehen. Also hier Create Random Rockets erzeugt ein Set an Raketen. Create Random Rocket erzeugt eine einzelne Rakete. Wie finden Sie das vom Namen her? Ist das zu verwirrend? Sollen wir das ändern? Multiple Rand Rockets. Ja, also sie sind eher dafür, dass wir das nochmal ändern. Mein Argument, warum man es vielleicht in diesem speziellen Fall nicht machen müsste, ist, weil wir einen unterschiedlichen Rückgabetyp haben und der Rückgabetyp hier in diesem Fall auch eine Datenstruktur ist, die ja schon so eine gewisse Pluralität ausdrückt. Aber Sie haben völlig recht, wir machen das anders. Wir machen Create Random Set of Rockets vielleicht. Ich weiß nicht, was irgendwie das Plural-Set-Wort für Raketen ist, Schwarm oder so, aber Set passt auch. Und ich würde gerne bestimmen können, wie viele Raketen ich jetzt erstellen möchte und das übergebe ich als Parameter. Number of Rockets. So viele Raketen sollen erstellt werden. Wie machen wir das jetzt? Wir erstellen uns intern erstmal in einer lokalen Variable das Array, was wir befohlen möchten. Sehr gut.
Unsere Raketen sind unbewaffnet. Wir erstellen uns die lokale Variable, in der wir dieses Set an Raketen sammeln möchten. Rockets vielleicht einfach. Create set of random rockets. Create set. Create random set of rockets. Create set of. Ja, können wir machen. Also. Ja, können Sie machen. Also da habe ich jetzt keine Aktien irgendwie drin. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Aber was Sie auf jeden Fall brauchen, ist dieses Array, in dem diese Raketen gesammelt werden. Und das soll vom Typen Rocket sein. Und wir wollen genauso viele Plätze da drin haben, wie wir auch als Parameter übergeben bekommen. Und dann iteriere ich über jede Stelle in diesem Array. Die Stellen sind im Moment ja noch leer. Wenn ich ein Array mit komplexen Datentypen erstelle, dann werden ja keine Default-Werte reingelegt, sondern das sind einfach leere Stellen. Da steht dann Null drin, also der Verweis auf, da ist nichts drin, ich muss was erstellen. Ich iteriere einmal über das komplette Array. Schreiben Sie das immer aus. Also brauchen wir jetzt eh den Index, aber auch so immer versuchen, vorschleifen, so viel wie möglich zu schreiben, damit Sie einfach das quasi ohne Nachdenken eintippen können. Also ich bin mittlerweile schon so, dass ich sogar irgendwie halbwegs vernünftig was erzählen kann dabei. Und das ist eigentlich die Situation, die Stelle, an die Sie hingelangen möchten. Sie möchten solche Konstruktionen wie so eine Vorschleife wirklich aus dem Ärmel rausschütteln, gar nicht mehr drüber nachdenken, weil Sie möchten sich auf das konzentrieren, was in der Schleife passiert. Also gerne ganz, ganz häufig ausprobieren, Schleifen zu schreiben. Ich iteriere über das komplette Array und in jede Stelle von dem Array speichere ich was rein. Und was speichere ich da rein? Was kommt jetzt nach dem Gleichheitszeichen? Ich möchte in jede dieser Stelle ein neues oder eine neue zufällige Rakete erstellen. Und da muss ich gar nicht lange überlegen, weil genau das haben wir ja gerade schon implementiert. Wir haben ja schon eine Methode implementiert, die genau das macht. Wir können jetzt jede Stelle von dem Array mit der Rückgabe von der einmal aufgerufenen Create Random Rocket Methode machen. Also wir brauchen gar nicht mehr den Konstruktor, der wir müssen gar nicht mehr selber diese New Rocket machen, sondern wir haben das ja schon implementiert. Der Teil ist erledigt und wir speichern jetzt in jede Stelle des Arrays einmal eine zufällige Rakete und geben dann alle Raketen am Ende zurück. Und damit haben Sie jetzt auf einen Schlag die Anzahl der möglichen Raketen in Ihrer Anwendung erhöht. Jetzt können wir nämlich hieraus auch ein Array machen. Rockets, Plural. Wir nutzen jetzt die Methode, die wir gerade eben geschrieben haben. Create Set of Rockets. Suchen Sie sich irgendwas aus. Ich spare mir das jetzt in die Konfiguration zu schreiben. Irgendeine Anzahl. Und in dem Draw Loop iterieren wir über alle Raketen drüber, können das, wenn wir wollen, mit dieser Kurzschreibweise machen. Maximal verwirrend auf den ersten Blick. For Rocket, Rocket in Rockets, aber da gewöhnen Sie sich dran. Sowas liest sich dann ganz schnell. Und jede Rakete, die in diesem Array drin ist, wird zuerst aktualisiert und dann gezeichnet. Würde ich vielleicht später aufteilen. Wenn es eine richtige Animation ist, also erst alle Elemente aktualisieren, dann zeichnen, weil es ja vielleicht Wechselwirkungen gibt. Im Moment ist das aber kein Problem. Diese Vorschleife, for each oder ja, for each, es ist eine for each-Schleife. Wir iterieren über alle Elemente in dem Array und jedes Element taucht in der jeweiligen Iteration in dieser Variable auf. So können wir über alle Elemente iterieren und mit jedem dieser Elemente einmal was machen. Ganz wichtig, das machen Sie, benutzen Sie, wenn Sie quasi lesend auf dieses Array zugreifen wollen, wenn Sie einfach nur alle Elemente einmal anschauen wollen. Wenn es Ihnen wichtig ist, Dinge zu verändern, also zum Beispiel eine Rakete durch eine andere auszutauschen, oder es ist Ihnen wichtig, dass Sie aus irgendeinem anderen Grund die Indizes kennen, dann brauchen Sie diese normale Vorschleife und greifen mit dem Array-Index darauf zu. Aber hier, die sollen einfach nur aktualisiert und gezeichnet werden. Schauen wir mal,
ob mein Rechner 42 Raketen darstellen kann. Und Sie sehen, jetzt haben wir hier diese wunderbaren, vielleicht sind es auch eher Eisstiele, die da jetzt entsprechend sogar schon mit zufälliger Geschwindigkeit über den Bildschirm wandern. Jetzt könnte man noch die Geschwindigkeit vielleicht noch stärker randomisieren, man könnte die Y-Position vielleicht auch noch ein bisschen variieren. Aber wir haben jetzt die Grundlagen dafür, diese Animation weiter auszubauen. Und das können Sie vielleicht, wenn Sie möchten, selbstständig machen. Wir können es auch in der nächsten Woche nochmal gemeinsam machen. Aber Sie haben jetzt die Grundlagen dafür und können sich gerne auch einen Lösungsvorschlag schon direkt im Grips anschauen. Da habe ich den Link dazu schon veröffentlicht. Das war es jetzt aber von mir. Danke, dass Sie noch dran geblieben sind. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns, wenn Sie wollen, einfach nächste Woche wieder in der Zentralübung oder natürlich davor dann auch in der Vorlesung. Vielen Dank und auf Wiedersehen.